der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man in der Regel. Aber sie trudeln alle ein in Wiemersdorf zur letzten Ausfahrt der Oldtimer-Klassik-Cars. Alles das werden wir in einen wunderschönen Film zusammenpacken und jetzt wünschen wir viel Spaß. Ich saß ja das erste Mal drauf. Ich habe noch eine Entschuldigung. Und das war ja nur auf der Auffahrt. Das hat aber man der drauf. Willi von den Driesch? Also zumindest anschließend nicht mehr. Wie kommt man zu so einem Teil? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, wie man dazu kommt, indem man 15 Jahre lang mit einem Freund Motorrad fährt. Und der einem sagt, oh, ich habe eine Douglas zu verkaufen. Das passte gerade. Ne? Dann habe ich das Ding gekauft. Wunderbare, sensationelle Fahrzeuge tauchen hier auf. Wunderschön zu sehen. Wollen wir noch mal den ältesten Teilnehmer Matti aus Hamburg begrüßen. Jawohl, immer noch selber am Kickstarter. Wunderbar läuft er. Ja, eine gute Fahrt wünsche ich dann, ne? Gleichfalls. So, die letzten Vorbereitungen werden hier getroffen. Der Sprit aufgefüllt und dann geht's auf die Reise mit diesen wunderschönen DKWs. Komm mal runter mit dem Hals. So, dann geht das ja auch jetzt ohne Probleme hoffentlich los, ne? I hope so. I hope so, ja. Yeah. Mit dem Barockengel on Tour. Ja. Jawohl. Ja, die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Ihr wollt offen fahren, ne? Ja, genau. Ja, wenn man schon sowas Schönes hat, dann kann man das auch ausnutzen. Ja, wollen wir die Nimbus noch mal auf die Reise schicken, ne? Ja. Das ist ein relativ zuverlässiges Motorrad, ne? Ja, ist es. Wenig Ärger mit, ne? Bestand in der Garage im Jahr, hab sie zweimal getreten, was an. Ja, super. Das ist hervorragend. So, die Scheiben werden geputzt und auf geht's. Ist immer gut zu wissen, wenn mal einer brennt, dass wir auch gleich die Feuerwehr dabei haben. Ja, wenn man dann mal Wasser dabei hätte, ne? Ja. Aber schön fertig gemacht, das Teil. Ja, es geht so. Ja, schöner Motor, sieht gut aus, aber der hat ein bisschen Probleme gemacht auf der Fahrt hierher, ne? Ja. Das hat er wohl, genau. Er hat 6 Zylinder, aber er meint, die braucht er nicht. Nee, alle. Braucht er nicht. 4 müssen auch reichen, hat er gesagt, oder 5. Das versuche ich ihm gerade auszureden, wir diskutieren noch. Ja, wir diskutieren noch. Dann viel Spaß. Danke. Ja.
das ist immer so ein kleiner Akt, da reinzukommen. Aber wenn man drin ist, möchte man nicht mehr raus. Ne? Wunderbar, das Teil, jawohl. Watercool Jet. Watercool. Staunen alle natürlich. Hier werden wir jetzt einen Bunker besichtigen. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Neugier der Klassik-Oldtimer-Tour-Teilnehmer. Ist schon wunderbar. Diese ganzen Leute. Wer noch alles Interesse hat an alten Fahrzeugen. Auf dem Gelände des ehemaligen Marineartillerie-Arsenals. In Waldstedt wurde im Zweiten Weltkrieg Munition hergestellt und es waren ca. 500 Hektar Land. Einmal, da hinten kann man halt gucken, Industriegebiet, da können Sie auch so eine Schleife drehen um Arco und sehen dann noch einige Gebäude. Und dieses Gelände hier, ein Hektar groß, war das Gelände des ehemaligen Wasserwerkes. Ja. Tolle Zusammenstellung, Herr Kindler. Gesamtorganisation natürlich wieder in altbewährten Händen. Ich bin nur und der bisher noch keine Probleme aufgetreten. Und dein Auto nicht. Läuft diesmal auch ohne Störung. Wenn er einen Funken hat, geht er. Der hat schon mal den großen Klotz angemacht, dass der Bunker nachher auch nicht friert. Das ist also das ehemalige Wasser. Medizin, Munitionsfertigung und dann natürlich Waschen, Kochen. Alles, was man machen musste, wenn man so viele Leute dann auch in seinen Baracken beherbergt. Da war ja viel Wasser, was gebraucht wurde für alles. Und unsere Thematik war, die Pfähle sind umgefallen. Frieden ist und wir erinnern uns an die, die hier leiden mussten. Das einmal zu dieser Gedenkstätte. Wir gehen jetzt gleich, müssen mal schauen, nach unten und verteilen uns mal im Bunker. Herr Kindler, das sind nicht mit den 20.
Nichts mehr übergeblieben. Wenn Sie im Arkowald spazieren gehen, das ist dieses ganze Gelände, waren Sie größtenteils auch die Schneisen, auch die getroffenen Bunkern. Man kann auch ungefähr erahnen, wo die Bahn damals längst gefahren ist. Das sind die Bunker im Wald. Es waren, gucken mal weiter. Das nächste, wenn ich etwas erzähle, wäre es schön, wenn Sie leise sind. Ja, das ist 160 Quadratmeter im Erdreich. Mit Licht und einer Schiene. Muss ich fassen, die Zahlen ist auch nicht im Kopf. Ja, also mindestens 30. Ne? Von außen haben immer die Größe des Kalibers 8,8, 10,5. Genau, 10,5. Wenn man so will, dann aus vielen anderen raus. Und auf der anderen Seite, da war dann die Feldbahn, wie viele Menschen hier in den 6 Jahren gearbeitet haben, aus den verschiedenen Ländern. Das war 41/42, da war in Kiel war und aus Brüssel seine Papiere kriegten. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen hier gefallen bei uns. Ja, danke schön. Ja, wir haben ein bisschen was mitgenommen, haben Waldstedt noch mal neu kennengelernt. Und Ihr Weg geht jetzt gleich da hinter dem alten Herrn hinterher. So, und suchen wir das Fenster. Wie meinst du denn jetzt? So, das war ja ganz nett. So ein bisschen was über die Historie zu hören auch. Ne? Ja. War doch mal schön. Ne? Und da geht's auch jetzt. Zum nächsten Treffer. So, dann geht's mal zum nächsten Treffpunkt. Aber was für ein Luxus hat man sich damals schon gegönnt. Wahnsinn, ne, mit diesem Auto. Ja, ist ganz, mein Willis. Ist ganz was Tolles, ne? Ganz was Tolles. Und der macht auch Spaß zu fahren, ne? Ja. Ja, muss man das in den Armen haben, ja, das glaube ich. So, dann mal gute Weiterfahrt. So, jetzt geht es zum nächsten Punkt. Bin mal gespannt, was da passiert jetzt.
Das war wieder eine Mördertour, ne? Kilometer gefressen ohne Ende, ne? Ja, also den Max, das ist was meine ich. Vorfälle während der Fahrt? Wir sind rundum zufrieden, Egon. Alles perfekt. Alles tippitoppi. Dann wünsche ich noch weiterhin viel Glück, ohne Abschleppdienst. Jo, danke. Ja, genau. Keiner kann mir sagen, warum ich das auswendig kann. So, oder? In Rot für Minus und Schwarz für Plus. Man hat jetzt zwei Haare gefangen, ne? Wenn du mit Minus und Plus. Aber Drechselbank. Jawohl, so hat man gearbeitet damals und Speichen für die Räder gebaut. Der Mann war ganz okay, aber ja, dann machen wir es auch wieder auf den Weg. Vielen Dank. Bitte. Ja, wir haben eine volle Fusion. Ich muss noch unbedingt dieses Telefon, diese Hülle fotografieren. Das finde ich großartig. Wen? Diese Hülle hier. Doch, das stammt auch von einer älteren Dame. Ja. Gut, ich meine, ihre Eltern waren auch mal älter. Ihr schön, der Kabel war schön. Die Kabel. Ja. Der tobte. Aber ich finde es ganz schön. Mein Bruder hat so eine Malmaschine, so ein Malwerk in Kettingen geschirrt. Richtig. Ja. Leg das die Stelle. Die Tose. Das sieht man mit meiner Aussage.